ist. Da muss man gewisse Ressourcen sammeln, um wie so schnell wie möglich zu überleben auf den gewissen Karten. Ja. Boah, das ist so cool. Nochmal eben schnell geschaut. Aber nicht. Ist das ein Gabelstapler? Tatsache. Der ist ja niedlich. Das ist aber. So einen hätte ich auch gerne zu Hause. Für den Preis muss man das auch erwarten können. Ja, auf jeden Fall. Also, das Spiel ist einfach nur bombastisch. Also, wer Alien. Wer Alien mag und sich damit befasst und. Wie gesagt, sehr, sehr enttäuscht worden ist mit den letzten Alien-Spielen. Ich habe es ja nicht gehabt. Ich habe es nur gehört und gelesen und in Videos gesehen. Der soll auf jeden Fall hier definitiv zugreifen, weil das ist echt, also purer Survival. Und so sollte ein Alien-Spiel definitiv, definitiv sein. Da ist auf jeden Fall eine Kamera, die uns wahrscheinlich, glaube ich, nicht sehen darf. Kann das sein? Was? 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 Wo? 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 Oh nein, das Alien ist da. Das Alien ist da. Nein, 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 nein. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Der Speicherpunkt ist ganz schön weit weg. Benutzt. Geh weg, du Scheiße. Das Alien. Wow, oh, hau ab. Gott sei Dank. Haben wir geschafft. Wir haben das Alien. Oh, wir haben das Alien so weit wie möglich erstmal fort. Wow, 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 wow. Geh weg, du Scheiß Alien. Geh weg, du Scheiß Alien. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, okay, jetzt haben wir. Oh, die Erweiterung, glaube ich. Von dem Ionenschneider. Oh, geil. Wow. Oh! Oh! Stream ist einfach super an der PlayStation 4. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel ist der Hammer. Scheiß GamePro-Bewertung, 73 Punkte. Ich gebe sowieso nichts auf Bewertung. Ich gucke mir das Spiel selber an und dann entscheide ich. So, jetzt waren wir hier gewesen, ne? Okay. Also, jetzt wissen wir auch, was wir zu tun haben. Das Spiel macht mega Spaß. Es ist total geil. Okay. Hübsche Nägel hat das Alien auf jeden Fall. Okay, also wissen wir schon mal, dass wir da die Erweiterung vom Ionenschneider bekommen. Und dass wir da die Tür öffnen können, um dort weiterzukommen. Oh, so die Raumstation, wie das alles aussieht, das ist total geil gemacht irgendwie. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass Alien kommt hier. So, dann lassen wir das Alien nochmal kommen. Na, wo bleibt's denn? Kommt's? Ja, es kommt. Haha, als ob man die Kamera hier nicht sehen würde, ist klar. Natürlich. Aber hier fühle ich mich auch nicht gerade sicher, bin ich ganz ehrlich. Es ist da. Ja, es ist da. Es kommt durch den Luftschacht da oben, glaube ich. Oder? Oder auch nicht. Oder? Okay, es kommt nicht durch den Luftschacht. Da machen wir dann mal hier eben die Verkabelung eben schnell.
Auf die Schnelle. Na komm, mach fertig, komm. Oh, komm, mach fertig. Oh, dieser Zeitdruck, diese Zeitdruckscheiße hier, dieses Gefühl zu haben, da könnte gleich was kommen, das ist so eklig in diesem Spiel. Das ist bei Outlast auch schon so gewesen. Und bei den anderen Horror-Games. Was passiert mit dem Alien am Ende? Keine Ahnung. Bitte nicht spoilern. Falls einer das weiß, was am Ende passiert, bitte nicht spoilern. Ja, ich habe das Spiel noch nicht durch. Hi, spielst du mit Cam, Headtracking und Stimmerkennung? Nein, weil sonst könnte ich nicht quatschen mit euch. Wenn ich das mit Head... ich hatte es am Anfang mit Stimmendings drin. Aber Headtracking habe ich nicht aktiviert, auch nicht. So. Ja, komm mal, fertig. Uah. Uah. Komm mal, fertig. Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Und jetzt noch stockduster. Ist klar. Hallo? Hallo? Oh, hier ist ein Terminal, wo wir mal eben drauf zugreifen werden. So, Fehler, ungültig freigeben. Siegen-Finanzierung. Mit Bedauern teilt Ihnen Siegen mit, dass Gemini Exoplane Solution keine weitere Finanzierung erhalten wird. Siegen trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini Personal. Bitte sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten über Stilllegung der Anlage und was dies für Sie bedeutet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle persönlich für die mit uns verbrachte Zeit danken. Ja, super. Stromversorgung. Einige von Ihnen haben nach einer Untersuchung mit den Manager Fragen hinsichtlich der Stromwiederherstellung. Fragen hinsichtlich der Stromwiederherstellung. Sollte Strom im Vertriebsbereich benötigt werden, wie etwa in Notfällen, können Sie auf die Wartungssysteme mit dem Code zugreifen 8897. Hinweis, dies erfordert weitere Absprache mit dem Vorgesetzten und darf nicht unautorisiert durchgeführt werden. Mit freundlichen Grüßen, G. Hunter. 8897, ihr seid dazu aufgefordert. Ich habe jetzt keinen Block hier. 8897, behaltet das bloß. Wartungscheckauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Okay, da ist noch eine Klappe. 8. Ist der gut oder ist der böse? Der hat weiße... Das mit dem Alien macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil wir keinen Speicherpunkt haben. Wir sind relativ weit gerade. Warum wird die Musik gerade so dramatisch? Du meinst 8879, genau, nicht 97. Wie komme ich nur da drauf? Da könnte ich den Hebel benutzen. Werde ich aber gerade nicht tun, weil ich mich doch erstmal ein wenig umsehen möchte. Okay, das mit dem Flammenwerfern ist also doch eher eine Notlösung, wie wir gesehen haben. Also keine Permanentlösung. Hier ist auf jeden Fall ein Terminal. Aber möchte ich das lesen, so mit im Hintergrund des Aliens zu haben? Überschuss, die Ver... Moment, ich muss mal eben kurz... Überschuss, Stromversorgung. Die Vertriebsleitung ist überflüssig und wird demnächst außer Betrieb genommen. Wir werden die Stromversorgung des Bereichs zeitlich angepasst reduzieren, da er für Betriebszwecke gebraucht wird. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten. Mit freundlichen Grüßen, G. Hunter. Aua! Alter, Alter, geh weg! Alter! Alter, willst du mich verarschen? Der ist böse! Uah, das wusste ich ja!
Nein! Was? Ich weiß nicht, ob es noch was nach schwer gibt. Keine Ahnung. I don't know. Aber ich weiß nur, dass wir weit gewesen sind und jetzt wieder von vorne anfangen. Sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an den Überlebensmodus von Outlast. Ach ja, wer hätte das gedacht? Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Und ihr genießt die Aussicht und dann sehen wir uns gleich wieder und dann versuchen wir es erneut hier in der Let's Play Live Show. Boah, das war echt ekelhaft schon wieder. Ja, wie gesagt, bis gleich, kleine Pause und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also bis gleich. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show und... Okay, was ein Start! Okay, haben wir das auch mal gesehen? Findest du Alien besser wie Outlast? Puh, kann ich jetzt so partout eigentlich gar nicht sagen, weiß nicht. Also Outlast hat schon seinen gewissen Flair. Und ich finde, man soll beide Spiele auch sehr gut... Man kann beide Spiele sehr gut unterscheiden. Also Outlast hat so seine Sachen... Und Alien hat so seine Dinge, die man hat. Und, ich finde... Boah, was ein Glück, ey. Und, ich weiß, ich finde beide Spiele relativ gut. Also Alien ist echt schon ein Bombenspiel. Was? 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 Wo? Wer? 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 Oh, die Kiste nehme ich auch noch mit. Aber dieses Gefühl, was Outlast auch übermittelt hat, das hat Alien auch. Dieses, dieses hektische, dieses, oh, da ist jemand hinter dir, du musst... Oh, oh, das Alien ist hier. Dieses, oh, du musst... Dieses, du musst aufpassen, dass du nicht erwischt wirst, das ist... Geh weg! Geh doch weg! Geh doch weg! Geh doch weg! Bis auf schwer muss es zocken. Ist lustiger. Auf schwer kommt es viel häufiger. Ja, ob ich es häufiger sehen will, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass ich jetzt erstmal normal schaffen möchte. Das wäre schon super. Ja, komm, mach fertig. Ich habe keine Zeit. Komm, nimm ihn auf, den Schneider da, komm. Mach fertig, mach... Oh, mach fertig! Mach fertig! Alter, spiel mal bitte an, ich muss mal. Pause gibt's immer zu jeder vollen Stunde. Ja, also falls einige Fragen haben, wann Pause gibt, immer Pause ist immer zu jeder vollen Stunde. Ja. Hier Let's Play Live Show, falls einer Fragen hat, wann die Let's Play Live Show gibt und ob ich einen YouTube-Channel habe, einfach Werbung reinschreiben in den Chat, dann seht ihr meinen YouTube-Channel und wann die Let's Play Live Show gibt. Ich habe das ein bisschen umgeändert, dass der Nightbot das auch schreibt. Dr. Shivago versus das Alien. Genau. Dr. Shivago versus das Alien. The Revenge. Das ist das neue Spiel von den Alien- und Outlast-Machern. Ich werde es mal versuchen. Gucken wir mal. Dankeschön.
Da steht alles, was ihr wissen müsst über die Let's Play Live Show. Jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr. Oh, komm mal fertig. Oh, Kacke. Achso, und jetzt der Android wieder hier, ne? Der böse ist. Da müssen wir aufpassen. Ich dachte, der wäre gut. Komm, mach fertig. Mach fertig, mach fertig. Das haben wir schon gelesen. Müssen also nur... Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Ja, toll. Schön, dass er unterwegs ist. Alien Outlast, Last of Us. I'm eigentlich Englisch, okay. Boah, der Android soll mir bloß nicht auf den Senkel gehen. Weil das wäre echt peinlich, weil der kann uns... Der kann uns auch übel werden. Hier ist eine Kiste oder ein... Wo wir das noch alles mitnehmen. Hier ist eine Leiter. Ich wollte eigentlich da noch was getan haben an dem Pult hier, aber da hat uns irgendwie der Dings überrascht. Der Android da, dieser Bot. Das hatten wir alles gelesen. Da war noch aber irgendwas hier. Genau, die Ventile. Oh, und ich werde die Leiter sofort nach oben gehen. Alien of Duty. Das neue Spiel. Was ist denn hier? Tür verschlossen? Und jetzt? I'm just using a translator. Okay. I can English, but my English is not very good. My German is not much better. Aktivieren Sie die Leistungsschalter der Gemini-Anlage. Betätigen Sie den Leistungsschalter der Analyselabors. Betätigen Sie den Leistungsschalter des Dekommanditierungs... So, egal. Wir haben also genug zu tun, so wie es aussieht. Das heißt also, wir... Was? Wo? Wer? Warum? Weshalb? Ich werde es mal riskieren. Ich will unbedingt speichern. Ich will unbedingt speichern. Ich weiß aber nicht, wo ein Speicherpunkt ist. Ah, hier waren wir schon, ne? Aber hier nicht. Yes, I can English, but English not very good. My German not much better. And I hope you have a little bit lucky in a couple of minutes. Gehen wir da rein? Oder gehen wir hier lang? Wir gehen, glaube ich, erstmal hier lang. Komm, mach offen. Mach offen. Hi, Consumer, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Ich sehe einen Speicherpunkt. Ich sehe einen Speicherpunkt. Ich sehe einen Speicherpunkt. Ich höre aber auch das Alien. Oh, oh. Speichern ist echt eine gute Alternative gerade. Komm. Du hast dieselbe Stimme wie Gronkh. Ja, habe ich schon von vielen gehört. Auch wie Frank Buschmann oder... was war da noch? Da waren noch so viele, die gesagt haben, ich habe eine ähnliche Stimme wie jemand. Hä? Oh! Bleib mal locker. Hi Nexus, grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich habe schon den Flammenwerfer, ja. Da oben, siehst du, Flammenwerfer. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. Weil ich nicht auf die Karte gucken möchte. Wo ist denn der scheiß Alien? Ich habe keinen Geräuschmacher mehr. Oh, ich kann ein... Geh weg. Jetzt werden wieder einige schreien, du Lacker. Oh mein Gott, wo muss ich denn hin? Ich glaube, hier gibt es auch noch Frauen. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen da zu dem Pult.
bin mir aber da nicht ganz sicher. Da wo das Alien gerade rumturnt. Lalalala. Ich werde es mal ausprobieren. Ich teste es mal. Nee, da brauchen wir einen. Okay. Whoa! Das ist immer so laut, wenn das am Rumstampfen ist, das scheiß Alien. Das soll weggehen. Das scheiß Alien soll weggehen. Das geht mir auf den Senkel. Oh, Molotow-Cocktail. So, ja, willkommen zu Let's Play. Vielleicht sollte ich es auch mal erstellen, den Molotow-Cocktail. Willkommen. Werbung in den Chat schreiben und ihr erfahrt alles über mich, YouTube und der Let's Play Live Show. Ich frage mich immer noch, wo wir hin müssen. Ich will ja keine Karte gucken. Aber ich habe ja hier ein schönes Navi, was mir immer zeigt, wo lang. Da ist eine Leiter, die habe ich ganz übersehen. Die will mal lang gehen. Die KI vom Alien war unrealistisch jetzt gerade, das stimmt. Definitiv, da ist ein... Oh Gott, und das Spiel ist immer noch nicht zu Ende. Mein Gott, wie lange wir schon spielen. Letzte Woche Freitag angefangen, Samstag gespielt und Sonntag gespielt und jetzt schon wieder. Boah, ist das cool. Da ist wieder eine Kamera. Ja, sie hat uns fast gesehen, die Kamera. Vor allem, man hat noch so viele Räume, wo ich noch nicht... Oder ich habe noch so viele Räume hier drin, wo wir zusammen alle noch nicht gewesen sind. Wo wir den Ionenschneider brauchen und dieses Werkzeug und... Man möchte da am liebsten überall noch hin, aber das ist so schwierig mit dem Alien. Ja. Ich sehe nackige Frauen. Ich sehe tote Menschen. PlayStation neu gestartet. Jetzt geht's wieder. Wunderbar. Aber wir müssen hier lang. Okay, dann gehe ich doch erstmal durch die Tür. Wir müssen auf jeden Fall den Flur da entlang. Hallo? Hallo? Oh, eine Kiste. Eine Kiste. Zugangscode benötigt. Oh nein, wir haben ja vorhin... Wofür brauchen wir denn diesen dämlichen Code von vorhin? Wir haben ja vorhin auch noch so einen Code, haben wir ja bekommen. Oder so einen Zugangscode, den haben wir immer noch nicht benutzt. Ich frage mich, wofür der war. Können wir was erstellen? Ein Medikit können wir erstellen, das ist supi. Wenn wir mal wieder angegriffen werden von so einem Androiden. Hoffentlich gibt es einen zweiten Teil. Ich hoffe es auch. Also das Spiel ist sehr, sehr geil. 8897 war es gewesen, ja. Das stimmt. Oh, nee. Nee, ich wollte doch lesen. Hallo? Hallo? Sieh was, du Link. Abwarten. Wir müssen die Ware auf eine andere Weise von nach Sevastopol bringen. Wade hat die Handelsfracht unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Shuttle. Sagen Sie Ihrem Kontakt draußen, er soll warten. Ich kenne einen Typen namens Sinclair, der uns helfen könnte. Ich sehe mich nach der Zeit, als die Marshalls noch um echtes Verbrechen kümmern mussten, anstatt Geschäftsleuten das Leben schwer zu machen. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schilderung von Gemini beunruhigt. Ich wurde von Seasons, damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sevastopol selbst 100% sicher ist. Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressenten sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung im Besitz von Seasons in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir verfügen über eine Inventarliste. Die Marshalls werden über jeden fehlenden Gegenstand informiert. Also 2743 ist der neue Code für den Sicherheitsverwahrung da hinten. Was war das jetzt? 2743. Noch keine 3 Sekunden her. Ich habe schon wieder vergessen.